falls man es nicht versteht, darf sie gerne nach daher kommen. In meinem Hauptberuf bin ich bei der Eisenbahn. Als Lokführer bin ich recht gern an Züge fahren. Pünktlich bin ich oft und dies nicht nur privat. Und dass dies auch so ist, hab ich mein Zitter stets parat. Mein Mikrofon für den Fahrerstram schalt ich wieder ein. Und dann spul ich mit der Zitter den S-Bahn-Rock hinein. Ich spul ein S-Bahn-Rock'n'Roll. Ich spul ein S-Bahn-Rock'n'Roll. Nicht dazu, aber so voll. Ich spiele ein S-Bahn Rock'n'Roll, dass jetzt nix mehr weitergeht. Mein Zug, der fährt Regelweg. Über 20 Einstiegstüren, ja, das hält mein Zug. Doch für manche Leute ist das oft nicht genug. Kommt eine Reisegruppe, das kann ich oft scheiße schreien. Über 30 Leute müssen durch eine Tür hinein. Mein Mikrofon für den Fahrerstram schalt ich wieder ein. Und dann sprühe ich mit der Zitter den S-Bahn-Rock hinein. Ich sprühe ein S-Bahn-Rock'n'Roll. Ich sprühe ein S-Bahn-Rock'n'Roll. Ist der Zug auch so voll? Ich sprühe ein S-Bahn-Rock'n'Roll. Dass jetzt nichts mehr weitergeht. An mir liegt's nicht, manche Leute sind. Der Fahrdienstleiter ruft mich an, es ist wieder was Dummes. Hans Wurschtenrenner unbefugt auf dem Gleis herum. Die Weiterfahrt verzögert sich auf unbestimmte Zeit. Die Leute muss ich das sagen, das ist überhaupt keine Freude. Mein Mikrofon für den Fahrgastraum schalt die wieder ein. Und dann spul ich mit der Zitter den S-Bahn-Rock hinein. Ich spul ein S-Bahn-Rock'n'Roll. Ich spul ein S-Bahn-Rock'n'Roll. Ist dazu auch noch so voll. Ich spiel ein S-Bahn-Rock'n'Roll, dass jetzt nichts mehr weitergeht. Mein Zug, der fährt Regelweg. Da heißt kein S-Bahn-Rock'n'Roll. Da heißt kein S-Bahn-Rock'n'Roll. Die Bahn, die tat gern pünktlich von. Doch die Politik will Labour sparen. Auf die Bahn wird geschimpft, sie wahrer Schand. Tja, Deutschland ist ein Autoland.